Herzlich willkommen in Gladbeck, der Stadt am Nordrand des Ruhrgebietes. Das Ruhrbistum hat einen neuen Bischof. Und so will ich mich Ihnen vorstellen. Mein Amtsantritt fällt in die Zeit des Advent. Der Advent ist die Zeit, in der Gott neu anfängt, in der Gott uns viel zutraut und auch manches von uns erwartet. Ich beginne diesen Dienst, indem ich in der Reihe meiner Vorgänger weitergehen darf. Und so denke ich an Franz Kardinal Hengsbach sowie an Altbischof Dr. Hubert Luthe und Bischof Dr. Felix Genn, die heute, was mich sehr freut, unter uns sind. Und ich gehe diesen Weg weiter mit vielen, die mit mir in den Spuren des Glaubens gehen. Und ich tue es gerne und voller Erwartungen. Es sind Zeiten, in denen das Bistum Essen mit einem großen Strukturwandel auf die Anforderungen der vergangenen Jahrzehnte, in denen sich diese Veränderung schon zeichnend antwortet hat. Für alle, die mit viel Herzblut den Weg der Kirche von Essen mittragen, wird es auch bedeuten, weiterhin Schweres zu tragen. Für alle Männer und Frauen, die ehrenamtlich und hauptberuflich dies mittun, bedeutet es weiter, sich vielen Herausforderungen zu stellen. Ich möchte Sie alle ermutigen, den Verheißungen Gottes zu trauen und von ihm her anzufangen. Dies zu tun bedeutet, Gott den Anfang setzen zu lassen. Und darum ist es so wichtig, sich immer wieder an Jesus Christus und am Wirken des Heiligen Geistes auszurichten. So fängt Gott an. Im Gebet, in der Feier unserer Gottesdienste, in der Verkündigung des Evangeliums, in der Caritas, immer wieder aus der Kraft, die die Schönheit und Lebendigkeit Gottes gibt, sein Christsein zu leben und darin die Energiequelle unseres Christseins zu entdecken, das hilft, Zeugnis zu geben und die Berufung in der Kirche und in unserer Gesellschaft zu erkennen, zu lieben und zu leben. Dazu möge diese Kraft Gottes uns immer wieder helfen. Maranatha, komm, Herr Jesus. Ja, und ich füge hinzu und bitte ihn, Herr Jesus, lass uns nie aufhören, anzufangen. Amen. Heute am 19.09.2009 nehmen wir teil an der Verabschiedung des alten und der Einführung des neuen Pfarrers, der Pfarrei und der Propstei der Gemeinde St. Lamberti.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Meine lieben Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienstamt, lieber Herr Superintendent, lieber Herr Bürgermeister, lieber Karl-Heinz Berger, lieber André Müller, meine lieben Schwestern und Brüder. Die Begrüßung hat gerade schon deutlich gemacht, worum es uns heute Nachmittag geht. Wir wollen danken, dass Gott uns in Karl-Heinz Berger einen guten Hirten geschenkt hat, über viele Jahre hier. Und wir sind froh und glücklich darüber, dass er sozusagen den Hirtenstab weitergeben kann an André Müller. Ich dachte vorhin ganz anders wie bei der Besetzung eines Bischofsstuhls. Da lässt die Sukzession etwas zu wünschen übrig. Dies hier ist ein schönes Beispiel, das Beachtung über St. Lamberti hinaus verdient und dem nachgeeifert werden kann. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und auf den Heiligen Geist, sowie im Vertrauen auf die Unterstützung aller Gemeinden und aller Gläubigen Gladbecks, will ich mich bemühen, dieser Propsteipfarrei zu dienen, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Lieber André, hiermit übergebe ich dir die Schlüssel für die Lamberti-Kirche. Möge dir der Heilige Geist immer wieder die Gabe schenken, die Herzen der Menschen aufzuschließen für die frohe Botschaft Gottes. Das Kreuz, das du jetzt als Propst tragen wirst, sei dir dabei ein Rückhalt und auch ein Ansporn, die lange Tradition der Glaubensverkündigung hier in Gladbeck fortzusetzen mit der Hilfe Gottes. Die Stärken unserer Gemeinden stärken, das wird mein Bestreben sein. Und ich bin in diesen Tagen gefragt worden, und da haben Karl-Heinz, wir beiden fast das Gleiche geantwortet, als es darum ging, haben Sie denn einen Wunsch? Ja, klar haben wir einen Wunsch. Und wenn wir es zusammenziehen auf diese Hirtensorge, von der wir heute so viel gehört haben, ist es, dass wir alle zusammenbleiben. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt alles zusammen machen, sondern das heißt, dass wir uns als Pfarrei, als Christinnen und Christen in dieser Stadt, in unseren Gemeinden verstehen, aber auch die Zeichen der Zeit erkennen und nach vorne gehen und Kirche so gestalten und Gesellschaft so mitgestalten und unseren Glauben so gestalten, dass wir zur Ehre Gottes und den Anfordernissen der heutigen Zeit und was da alles auf uns zukommt, so aufgestellt sind, dass wir das christliche Zeugnis, dass wir das Zeugnis des Evangeliums in die Hände der nächsten Generationen geben können. Das ist der Maßstab, an dem wir alle gemessen werden. Und dazu möchte ich Sie alle einladen, als Mitbrüder, die heute hier zahlreich vertreten sind, ein gutes Zeichen. Dazu möchte ich Sie als Getaufte einladen, in Ihrer Hirtensorge daran mitzuwirken. Das ist das Kernanliegen unseres Auftrags. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von unserer Seligkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde erschaffen hat. Der
Gottes segne und beschütze euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott im Herrn. Stadtteil Brauk im Gladbecker Süden wurde viele Jahrzehnte durch den Steinkohlenbergbau geprägt. Die inzwischen begrünten Bergehalden sind die letzten Zeugen und Überbleibsel dieser Zeit. Uns versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich
meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns die Freude, am heutigen Fest die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenk uns dein Erbarmen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.